Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Horst Hosevoll und ich bin Künstler und Ballermann. Horst Hosevoll ist einer der berühmtesten Ballermann-Stars unserer Zeit. Auch er ist durch die Corona-Krise sehr stark betroffen. Durch die Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverbote wird es dieses Jahr keinen Ballermann auf Mal ergeben. Damit ist auch Horst arbeitslos. Ja, wie ich gehört habe, dass ich dieses Jahr nicht nach Mallorca fliegen kann, ist natürlich eine Welt für mich zusammengebrochen. Es ist immer wieder der Spaß meines Lebens, meine Songs mit tausenden von Leuten zu feiern. Mir tun vor allem die ganzen Urlauber leid. Hier in Deutschland kann man sich gar nicht gut volllaufen lassen. Horst Hosevoll, bekannt durch Alltime-Klassiker wie Laufen morgens, mittags, abends, Mama leiser, Johnny Volldepp, Harzereienwagen in die Gärtnerei und auch Ins Bett im Kalkberg, hat die letzten Wochen in seiner 5 Millionen Dollar Villa in Bayern verbracht. Wie der andere konnte auch er kaum rausgehen. Laut seinen Angaben habe er sich sehr eingeengt gefühlt auf seinen 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, ich muss schon sagen, den ganzen Tag nur rumzusitzen ist echt eine harte Angelegenheit. Da hilft für meinen Pool auch nicht viel. Deswegen habe ich mir gedacht, ich arbeite an neuer Musik. Momentan arbeite ich an Bella Tschüss. Wollt ihr ihn mal hören? Unser Kamerateam hat sich die ersten 10 Sekunden angehört. Nachdem die Hälfte der Crew danach psychische Behandlung brauchte, entschieden wir uns dafür, diese Aufnahme zum Schutz nicht auszustrahlen. Wir haben auch den Manager von Horst um ein kleines Interview gebeten. Für uns ist das natürlich ein riesiger finanzieller Schaden. Das hat auch Vorteile. So muss ich Horst wenigstens nicht singen hören. Das schneidet er aber raus, okay? Wir wissen selbst noch nicht, wie es mit den Ballermannstars weitergehen soll, denn außer irgendwas dahin zu grölen, während sie betrunken sind, können sie meistens nicht. Wir haben mit einigen Streaming-Portalen bereits Kontakt aufgenommen und versuchen mit Livestreams uns über Wasser zu halten. Wir haben zwei Malle-Gängern gefragt, wie es ihnen damit geht, dass sie dieses Jahr nicht zum Ballermann können. Natürlich stammen diese Aufnahmen schon aus Tagen, an denen es das Coronavirus noch nicht gab. Wir würden doch niemals die Vorgaben der Regierung wegen unserer sinnlosen Beiträge missachten. Natürlich ist es für uns ein harter Schlag gewesen, dass sie dieses Jahr nicht nach Mallorca fliegen können. Aber bei Lidl gibt es gerade minus 20% auf alkoholische Getränke, also glaube ich, dass wir uns in Deutschland auch eine schöne Zeit machen können. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich da ein Interview geben soll. Ich war noch nie im Ballermann und habe es auch nicht vor. Was? Gib mir sogar 100 Euro? Im Schreiben stand bei 50. Okay, das schneidet aber raus. Saufe! Ich bin mir sicher, dass wir alle nächstes Jahr auf Mallorca wieder Spaß haben können. Bis dorthin kann ich noch so viele Songs schreiben, da könnt ihr euch alle darauf währenddessen freuen. Und von zu Hause kann man sich auch gut volllaufen lassen. Also zumindest mein Kühlschrank ist voll. Genauso wie meine Hose. Und so verlassen wir Horst Hosevoll. Er gab uns interessante Einblicke in das momentane Leben der Ballermann-Stars. Auch von der fachmännischen und von der Fanseite konnten wir uns ein gutes Bild machen. Und hier zum Schluss noch ein ernst gemeinter Aufruf an unsere geschätzten Zuschauer. Bitte bleiben Sie weiterhin zu Hause und halten Sie die Vorgaben der Regierung ein. Falls in Ihrer Region die Ausgangsbeschränkungen bereits aufgehoben sind, dann treiben Sie es nicht mit den sozialen Kontakten und schauen Sie weiterhin auf sich selbst und auf Ihre Mitmenschen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn Sie wieder einschalten zum super seriösen Magazin.